Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Tasse Schwarzkaffee und ich möchte euch heute wieder auf eine schöne Reise mitnehmen bei Assassin's Creed Rogue. Also, ich möchte nicht lange fackeln und auf geht's. Viel Spaß. So, wir sind ja hier, haben ja jetzt endlich unser Schiff wiederbekommen. Und ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich gerne mir die Monktur freischalten möchte. Und habe da noch was Schönes anderes entdeckt. Das habe ich nämlich gerade eben, bevor ich hier gestartet habe, schon gemacht. Ich möchte gerne nämlich die Assassinentöter-Monktur haben. So, die habe ich über mein Uplay-Konto mir freigeschaltet. Weil da gibt es ja diese Coins, die U-Coins oder wie die sich nennen, keine Ahnung. Darüber habe ich mir das freigeschaltet, hat ein paar und habe da noch was, nämlich noch was Schönes entdeckt, und zwar das Katana-Schwertmesser. Das Katana ist ein beidhändig geführtes Langschwert, das von den Samurai in Japan benutzt wird. Es wird durch eine Animus-Modifikation verfügbar gemacht. So, das habe ich mir genommen, noch freigeschaltet. Jetzt muss ich auch mal gucken. Geschwindigkeit hat 2 Schaden. 4 Combo 3. Und das, was ich habe? Oh, du Scheiße. Das ist eine bedeutende Verbesserung. Das nehmen wir natürlich gleich mit, oder? So, bin ich gleich mal gespannt, wie es ausschaut. Was haben wir noch? Kriegen wir noch ein paar schöne Knarren? Ach du. Oh, je. Das kann ich mir nicht leisten. Aber hier haben wir eine Verbesserung, ne? Edwards Pistole. 33333. Und das haben wir. Die haben wir. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ja, ist ja auch egal. Hey. Shay erstrahlt in neuen Glanze. Das möchte ich eigentlich nur. Machst du mal raus. Raus ins Licht, dann sehen wir es natürlich besser. So, gehen wir mal ein Stück in die Sonne. Guckt euch das doch mal an, ne? Oh, ist das nicht schön? Ich finde die Montur. Ich finde die richtig geil. Auch die Schwerter links und rechts. Das hat was. Nice. So, mal noch nebenbei, bevor ich hier die nächste Mission starte, was haltet ihr davon? Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar, ich habe hier diese ganzen Schatztruhen, die ganzen Notenblätter, die ich für meine Crew sammeln kann und. Soll ich das in den Videos mit zeigen? Dass wir das nebenbei mitmachen, neben der Mission, also parallel laufen lassen, oder soll ich das nicht während der Aufnahme machen, sondern wenn ich eine Aufnahme starte, dass ich hier schon ein bisschen was freigeschalten habe. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin mal sehr gespannt. So, schauen wir mal, was jetzt passiert. Captain hat das Ruder. Hä, was ist jetzt hier Miss... Ach, hier ist... Ach, bin ich doch doof. Hier ist doch das Ausrufezeichen. Ja, auf nach River Valley. Und so segeln wir von dannen. So, mittlerweile sind wir ja jetzt hier auf der Templer-Seite. Ist ja unschwer zu erkennen, ne? Weil mittlerweile habe ich ja jetzt auch die Assassinen-Töter-Monktur. Der Colonel wartet in Albany. Was er wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? Und? Ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen. Nicht mich in die Armee holen. Weit gefehlt, Shay. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen.
Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Gern. Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Und sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Prächtig. Volle Segel setzen, Männer! Genau. Genau, ich hatte doch beim letzten Mal gefragt, was das für eine Stadt war, wo wir hier weggesegelt sind. Albany war das. Einholen! Einholen! Ja, man kann sich nicht alles merken im Leben. Das geht einfach nicht. Zack. Jungs, erschreckt nicht, dass ich jetzt hier eine neue Montur habe. Falls mich jemand hier in der schönen Stadt erkennen sollte. So, hier ist die schöne Mission Umstände. Auf geht's. Kerngesund, nicht wahr? Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormick. Danke, Colonel Monroe. Master Gist, konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Vorfluss abwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nah ein Fort errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Ups. Schließt ihr euch an, Master Cormack? Ei. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und... es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Wer soll das bezahlen? Das klingt hervorragend. Ja schon, aber habt ihr mal überlegt, wer das bezahlen soll? Wer die Rohstoffe hat? Das muss ich alles noch sammeln. Hilfe! Minen explodieren bei Kontakt. Wir müssen segeln. Warum habe ich dann hier... bin ich hier dann hierher gesegelt? Wissen wir nicht. Na gut. Mensch. Captain hat das Steuer! Welche Art Geschäft betreiben die Franzosen dort? Ist es nur Landnahme? Es hat mehr ökonomische denn geografische Gründe. Einige der Halunken werden von Feinden der Kolonien finanziert. Sie wollen die lokale Autorität untergraben. Ich hörte, sie bestehlen die Bürger und verkaufen Grundgüter für den 10-fachen Preis. Gehäutet wird immer der kleine Mann. Colonel, ihr und Gist scheinen so beseelt. Halt gut. Ist etwas in diesem Wasser oder in Whisky? Warum fragt ihr danach, Master Cormack? Ich glaube, Shay traut unseren Absichten gegenüber unseren Mitmenschen nicht. Ich verstehe, aber das macht nichts. Ich möchte nur, dass diese Kolonien ein sicherer und blühender Ort werden. Amüsant. Ich dachte, reiche Männer suchen nur nach Profit. Ich bin nicht reich, Master Cormick. Geld ist ein Mittel zum Zweck, kein Ziel an sich. Sagt ihr? Für ein Kartenspiel ist es durchaus ein Ziel. Die haben ja schöne Minen gelegt, ey, die Drecksäcke. Grüne Namen und Natur. Der Valet wert Außenposten. Gebt dem Wind nach! Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir! Mehr Segel! Alle Segel! Volle Segel! Rahm- und Nachsegel festzurren! Wir sind sicher nahe am Ziel! In die Wanten! Alle Segel reffen! Den Anker los! Was steht da? Bienvenue en Nouvelle Française. Ja, mein Französisch ist echt mies. Ich kann es ja gar nicht. Valet, Werte. So, bevor wir dahin. Hey,
Potatoes, leeks and radishes. Quality of equipment. So, war das hier auf der Insel? Ja. Ich dachte jetzt schon. In den Außenposten einschleichen und den Schlüsselträger unter Benutzung eines Warfiles. Was, aufhängen? Na gut. Aber erst möchte ich ja mal auf den... sorry. Hab ich nicht ges... Hallo, kletterst du mal hier hoch? Hä? Na toll. Von außen macht es. Aber was ich so faszinierend an dem Game eigentlich finde, das ist immer diese Hintergrundmusik während der Mission oder sonst auch. Ich finde es einfach echt mega stark. Und schaut euch mal diese Landschaft an. Ist sie nicht einfach eine Pracht, hä? Der Todessprung. Ja. Halleluja. Wie kommen wir da jetzt am dümmsten rein, hä? Ah, da oben steht einer. Mhm. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je colle sa patrouille. Ja. Also hier wird's schon mal nix, oder? 1560. Ah, hier wurde Bäume, oder? Warte mal. Wir müssen mal gucken. Da können wir. Nous sommes loin de toute civilisation, entouré de bêtes sauvages. Et la menace de la guerre plane au-dessus de nos têtes chaque jour que Dieu fait. Ah ! Oh, sorry. Vous feriez mieux de regarder où vous mettez les pieds. Yeah. Yeah. Genau. Yeah. So, dann lasst uns mal den Schlüsselträger finden, ne? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Gucken, wer von euch hat den Schlüssel? Welche Sau ist... Warte mal, ich kann ja... Läuft ja gerade eh noch, ne? Saint-Marc, va rejoindre Tremblay. Réveille-le, s'il dort encore. Kommst du jetzt her? Na, dann komm mal her, mein Freund. Oder? Nö. Lefebvre. Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Quasi nicht so viel Französisch. Ah, das ist der Schlüsselträger. Arrête. Komm mal her, mein Freund. Vielen Dank für die Aufbewahrung. So, das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir einmal die Glocke sabotieren. On ne bouge plus. Ne? Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Hier einer, mein Gott. Juhu. Gehen wir außen rum zum Lagerhaus, hä? Ach Mann. Da kommt einer, da steht einer, da hinten läuft auch einer.
Das ist gar nicht so einfach. Was sind da zwei? On l'a perdu, la misérable vermine. Wie macht man das? Ja, das ist jetzt. Fiche mal con. Plus vite! On perd du terrain! Haben die mich gesehen? Est-ce que ce serait trouvé une cachette? Nee. So, und dich können wir doch. Ja, das ist doch hier. Gleich mal mit meinen neuen Schwertern hier. Ja, die sind doch nice. Die sind echt gut. Arrête! Scheiße, es kommt da auch noch her. Hallo? Mann, hau ab. So, die lasse ich jetzt trotzdem hier liegen. Munition, ne? Ne, braucht man nicht, oder? So, die anderen Birnen schnallen nichts. Das ist gut. So, gehen wir mal eine Runde plündern. Tabak, Stoff, Stahl. Oh, das. Uiuiui. Das war doch mal ein Bruch, oder? Es lohnt sich. Ach, das war's schon? Da hinten ist da noch. Aber ein Lagerhaus. Das möchte ich noch plündern. Oder? Mal, hier ist was auf der Karte eingezeichnet. Na komm her. Komm. Komm zu Papi. Lass ich nochmal wo gehen, ne? Was ist das? Ach, Außenpost. Ach, ne, gut, okay. Ja, ich bin mal weg. Ach ne, wir können ja auch hier entfliehen aus dem Außenposten. Das werden wir. Achso. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, du. Das ist ja gut. Was? Die Truhe nehmen wir nochmal mit. Wo steht sie? Hier. So, dann geht's auch wieder zu unserem Schüüffchen. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Exzellent, Shay. Lasst uns nun der Morrigan damit mehr Feuerkraft geben. Na, aber. Wir brauchen stärkere Kanonen, bevor wir uns dem Fort nähern. Bereitet die Arbeit in der Kabine vor. So, machen wir. Zum Fort? Ach du Scheiße, ich hab ganz blöde Gedanken. Hm? Kommt hier noch was? Ich hab doch gerade hier. Wo muss ich hin? Hier hin. So, die Morrigan mit einem Mörser aufrüsten. Dann machen wir das. Rammsporn. Da fehlt uns noch ein bisschen Holz. Das ist ja doof. So, Mörser.
Aber ich sag euch gleich, mit Mörser bin ich absolut eine Niete da drin. Stärke der Rundkugeln. Was wollen wir machen? Das kostet 80 und... Was wollen wir machen? Mörser oder Breitseitenkanonen? Weil mit Mörser bin ich eigentlich nicht so dolle bewandert. Ich würde eigentlich lieber die Stärke der Rundkugeln nehmen wollen. Jo. Genau. Neues Ziel, das Fort erobern. Dann tun wir das. Aber was haben wir da vorne drauf? Ein Wolf, oder? Prächtig! Dieses Fort samt Besatzung wird vor der Morrigan erzittern. Das Fort erobern. Ja, und das, liebe Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt Assassin's Creed Rogue. Ich wünsche euch noch was. Euer Zasse Schwarzcafé. Tschüss.